Doch, jetzt sind wir, jetzt startet die Aufnahme. Hallöchen. Ich krieg die Männergrippe, ich hab nicht so Lust viel zu reden. Der Bruce und Boogie werden für mich einspringen heute. Die Warte, da kann ich viel reden, weil sie immer beschäftigt ist. Ja, richtig. Okay, die erste Mission, was ich hier habe, ein großes Kaliber, Bruce, ich brauch dich. Krankheitsstand ist halt sehr. Du brauchst ein großes Ziel. Ich gebe ihm zwei Kaliber. Minuten. Dann ist er aus dem Maus. Also, Bugi, stellst du dich hier oben auf den Hügel und guckst runter. Okay, okay. Und ich hoffe, du guckst zu mir. Lass dich nicht ablenken. Und ich hoffe, dass du mit Heat ballerst, einfach weil es ein bisschen heißer ist. Natürlich immer. Ihr seht's, liebe Zuschauer. Bruce isoliert sich wieder völlig. Also, darum fahre ich da auch nicht mit. Ne? Ja, dann macht's kommt da keinen. Los und ich will doch rein. Es gibt nur zwei Mediums in dieser Scheißrunde. Ich kann die echt nicht weiterfahren. Oh nee. Nur der E75 ist halt da. Yeah, wo bist ja, du? Bitte, bei der Arbeit. Bei der Arbeit, okay. Ja, ja. Feuer. Hier rechts. Die Burgi da hinten campt und wartet, bis die Runde verloren ist. Aber apropos genau. Arbeit, ich bin jetzt sogar mit dem Stapler Wegkurve gedüst, richtig gedriftet, richtig sexy, Alter. Quietsch, wie die Reifen sind hochgebrannt und wow. Dann fliegen wir einfach mal durch den Spiegel raus. Okay, der Platz ist nicht so schön hier. Der Spiegel, was für ein Spiegel? Ich muss ja Ware hier richten, ne? Ich hätte da oben so einen Anspiegel, ne? Einmal donnert das Ding so richtig in der Kurve runter. Du meinst so ein Spiegel da oben wie im Schlafzimmer oder was? Ja, was ein größerer Spiegel. Da hab ich einen Stapler aufgelegt und die Kurve getriftet so richtig lässig. Auf einmal fliegt das Ding raus, ne? Ja. Mach mal Boogie lauter. Er redet gerade über seine Arbeit, glaube ich. Nee, ich rede nur Scheiße. Arbeit also. Ja. Wenn Boogie über seine Arbeit reden würde, dann kannst du das Video nicht bringen. Lass dich doch kommen, sonst kann ich nicht kommen. Vielleicht kannst du dich auch verpissen, ich habe eine Schere, nicht gehe, ich bin Profi. Also ich fahre auf einen Foch und einen M103 drauf. Nee, das schon. Oh, ja, ich habe was gefunden. Ja, das ist ein Cobra. Cobra Cubana? Nee, der ist nicht. Oder weiß ich, dass ich hier bin und auf der La. Okay, alter Bau. Wow. Ich habe jetzt Unterstützung an E75, aber da wird ein deutscher Fahrrad unterstützen. Und auf Fahrrad kann ich mich nicht so verlassen. Aber Hans Dieter, glaubt ihr auch schon? Hans Dieter auf jeden Fall. Hans Dieter ist einer, wo du sagen kannst, er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Seht ihr Leute, wo die Luzi abgeht? Ne? Ja, bei mir. Ja, da drüben wird diskutiert, hier wird gekämpft. Ne? Daumen hoch dafür. Daumen hoch dafür? Daumen rein dafür. Einmal mal liken und ein Abo dalassen. Ah, jawohl. Und die Glocke aktivieren. Damit ihr nichts mehr verpasst, okay. Würdet ihr euch bei bitte. Egal. Ich bin beschäftigt. Ah! Ich hab nichts gemacht, ja nichts, aber. Gibt Leute, die müssen arbeiten. Ja, seit einer Woche Schaden. Ist er dabei. Ich bin kotzen. Ja, im Vergleich zu dir. Ist das doch auch. Will das schlecht, dass du keine Arbeit außerdem hast du Roboter. Wir verkaufen noch andere Dinge. Nee, aber. Ach, das war's. So, jetzt können wir den beiden Jungs lauschen. Aha. Und gucken, was die machen hier. Ja, wir wissen, was wir machen. Also. Late Game Carry. Ja, sowieso. Okay, da ist eine geile Grille. Sie genießen den Tag. Ich hab keinen Bock mehr. Die Runde ist langweilig. Kerl, mach du mal was Sinnvolles. Am liebsten. Ich bin tot, Jungs. Ich hab mich ja ganz dezent beschwert da drüben, aber lass mal was gut sein. Aber Kerl, für mich bist du immer da. Ich weiß.
Ja, Kiel hat doch sagen können, dass er da drüben Schwierigkeiten hat. Ne? Er hätte man das sagen können. Ich bin nicht der Typ dafür. Dann wäre ich rüber gedüst mit ja, okay. Ich wäre schon längst da gewesen, Mann. Ja. Na, also, geht doch. Wir sind gerade auf unserer Geschenkverpackung drauf hier. So, haben wir die Frucht rausgenommen. Ah, fantastisch. War überhaupt kein Problem. Muss ich mich zurückziehen, Boogie, oder regelst du das? Nee. Wir sind hier mal auf dem Jagd, ne? Das ist Spooky. Sieht gut aus und geschmeidig. Wie viel Damage hast du denn schon? Ich will mal hier zwei Gunmax herzeigen. Oh, tut mir leid, ich bin aus Versehen weiter geswitcht. Ah, dumm jetzt, dumm von mir. So, also du verteidigst hier die Flanke, weil dann schaue ich hier auf die andere Seite mal, weil da kommt ganz viel. Ja, Action. Ich werde den nochmal spotten, der V stirbt gleich. Ich lade schon mal Heat, weil eigentlich brauche ich es nicht, weil die Standardmunition ist in dem Spiel stark genug. Aber einfach nur mal zu zeigen, dass es das auch gibt, okay? Mhm. Hey, der ist hier geändert. Oh, 400 in meine Fresse rein. Ich glaube, ich kann hier. Warum haben sie das da oben so geändert? Oh, jetzt. Guck mal, da oben steht da jetzt. Jetzt hat er die Seite gewechselt. Unser Jetzt ist vorbei mit lustig hier. Ja, aber die haben die Karte geändert. Guck mal, ich blick hier nicht mehr durch. Er blickt einfach nicht mehr durch, Bebe. Soll ich runterkommen zu dir, oder? Aber wenn sie auf der anderen Seite dann pushen, ist auch scheiße. Ja, das Zusammenspiel wird auch meistens überbewertet. Ja, stimmt allerdings. Ja. So bleibe ich hier drüben. Der hat recht, er hat die Weisheit. Okay. Sie ja, du machst das. Ich habe gesagt, das passt schon so. Ah, guck mal, Futter. Schau. Jawohl, erstes Futter für heute Abend, oder? Er hat den Turm verloren, Baby. Was? Aber das ein bisschen ist ein weggeblasen? Ja, aber da hat er keine Abnehmer, das hilft nicht. Mir hat's gefallen. Ati! Ach, deswegen fahre ich nicht vor, weißt du? Immer wieder schön. Einmal offen und dann kommt gleich die Ati an. Genau, er hat die ganze Zeit nur an die Ati gedacht, als er so defensiv gespielt hat. Ja, Leute. Dabei. Kurva. Haben wir noch eine Ati? Warum holst du dich so ein bisschen auf diese geile Grille und so? Hm? Ich bin die Ati, Baby. Könntest du mal fragen, anklopfen, Tür aufmachen und fragen. Okay. Oh, die Art hätte ihn rausnehmen können. Ah! Da ist die Grille. Oh, sie hämmert mir eine 700er in die Visage rein. Gefällst du? Ja, natürlich. Hast du gerade den zweiten rausgenommen? Das ist so ein Arschloch. Total berauschend. Wir sind alle total hin und weg. Ja, wow. Ah, meine Kanten. Noch einer, sag mal, was sind die? Nee. Was sind das? Die sind nicht bezahlt, Leute, ne? Die sind nicht bezahlt, die Gegner. Oh, da kommt was! Oh mein Gott! Da ist Junge, zieh mir doch raus! Nein! 63 AP, Alter, da stellt sich Jan der Typ. Dahinter ist eine Grille! Oh, die Art, die hat echt vergewaltige die gleich noch. Ich weiß nicht, was aufregender ist, das Gameplay oder die Schreie? Die Schreie, Kerl, die magst du, okay? Das ist extra. Wow! So nicht. Oh, so hier fett. Der Big Mama Boss hier mal ran hier. Wenn du daneben schießt, bist du tot. Du bist so am Arsch. Was du. Nee, du geregelt jetzt, komm. Vertrauen. Reicht deine HE? Was muss belieben? Noch einmal belieben? Wenn ich jetzt umlöre, dauert das 20 Sekunden. Also das heißt, du hast kein Gold geladen? Ah, das ist ein Jagd E, der braucht kein Gold. Ach, haben die das hier geändert hier hinten? Ups. Siehst du, Boogie? Ach, schön zusammen, Baby. Alles gut. Wer dich angeguckt hat, der M103, der Arme. Hat mir auch leid getan, ja. So unschuldig. Ja, unschuldig ist nicht, ne? Sieht's aus. Macht die Art hier mal was für ihr Geld oder ja nicht so? Ne, die One-Shots trifft sie nicht. Wow! Ja, bravo! Wow! Glatt noch nach, Grille. Sei lieb zu mir. Oh, danke. Sei lieb zu Boogie, Mr. Grille. Denk dran, wir nehmen auf. Ich hab es ja geladen, weil es vorher nicht One-Shot war für Reed. Ach guck, die Geschenkverpackung kommt wieder zurück. Du lass aber wissen, guck. Mhm.
Die hat mich outspottet. Bruce, du musst dranfahren. Ich bin tot. Fahr ran, Bruce. Schnauze. Jetzt fahr halt ran, komm. Sie kann doch nicht schießen. Nimm mich raus. Die hat gerade geschossen, ohne aufzugehen. Ja, genau. Also, dann viel Spaß alleine mit der Grille, weil ich kann doch nicht stehen. Die hat hier echt eine reingehämmert. Ja. Du hast ja keine HP mehr, du. Ich bin jetzt weg, viel Spaß. Das ist die Chance, das zu regeln. Jetzt ist sie nachgeladen, jetzt verpiss ich mich. Was für ein Arschloch. Wo ist denn die? Hinterm Stein. Das fragt ja, da kann sie nicht sein. Hinterm Stein, da muss sie sein. Ja, da hätte ich die Proxy aufgemacht. Boah, das war eine richtige Dichterkunst gerade. Ja, ich bin Dicht und ich bin Künstler. Oh. Okay, ich verstehe das nicht. Wo steht denn die? Keine Ahnung, die hat Play dich, Baby. Das kann nicht sein. Ah, da kommt Cobra Kobane zu. Oi! Das ist der Moment, wo Bruce sich immer fragt, wer bin ich und was mache ich hier eigentlich, ne? Wo, wie? Ich verstehe das Spiel gerade nicht mehr. Wie kann sie mich hier spotten, ohne dass ich sie sehe? Frag mich doch mal warum. Das mache ich doch! Die hat mal Mühe. Elfenreis, ich muss erstmal einen weiteren Bronche zu mir. Ich habe keine Bronche mehr in Reichweite. Nicht? Keine Gutsis mehr? Das sind so Lutsche, also solche Husten. Was? Oh, kann jetzt aber auch. Bonzen mehr in einer Reichweite. Da ist er doch. Ich hab sie gefunden! Sie trägt meinen Namen! Ja, ihr habt alle gesehen, wir waren alle drauf. Hätte eine gute Runde werden können, aber. Da kann ich jetzt nicht hinreißen lassen, Scheiße zu bauen. Fast an der gleichen Stelle gestorben wie ich. Ich wollte es nicht, ja. Alles. Wir sterben gemeinsam. Unsere Wincon lebt ja noch. Gucken wir mal, was unsere Jagd E100 macht. Hm, hat wieder die Seite gewechselt. Ja. Kein Teamplay von Bruce hier zu sehen. Da war kein Teamplay zu sehen, oder? Ich glaube, da war kein Teamplay zu sehen. Muss ich schon erwähnen, dass ich eine Männergrippe kriege? Ja. Hm. Ich mach mal kurz mein Internet weg, dann hab ich nach einem besseren Ping. Okay, also bin da ganz kurz weg, bin gleich wieder da. Ping ist das Problem. Vergesst mich nicht. Nein. Beeil dich aber, du Bot. Drei Minuten. Da bin ich auch schon wieder. Ah, oh, das ging ja schnell. Wahnsinn. Ja, ich spiele mit meinem Handy, ne? Und der ist tatsächlich Deutschland. Das geht um Satelliten-Internet, oder? In Deutschland gibt es keine moderne Technik. Okay. Wir sind froh, wenn die Züge fahren. Ach, die streiken ja schon wieder, ne, Leute. Morgen, ja, das ist aber blöd, weil Amazon holt die Mitarbeiter persönlich dann mit einem eigenen Bus ab. Vom Hauptbahnhof. Egal, Amazon, eBay, wie die Firmen auch alle heißen, spielt keine Rolle, ne? Keine Rolle, sagt er. Das Weihnachtsgeschäft ist natürlich. No unbeliever. Ach ja, das ist TD-Gameplay. Aber Kill, um dich ein bisschen aufzuheitern. Ich habe mir einen schönen kleinen Weihnachtsbaum gekauft und den so richtig intensiv geschmückt. Total overpimpt. Ja, ganz alleine, so für dich. Nee, so ich war nicht alleine dabei. Nein, ich war nicht alleine. Ich hatte Gesellschaft. Ah, okay. Ja gut, da würde ich auch einen Baum kaufen, ne? Ich habe mir ganz geile Fotos geschickt, ja, dass ich mit Stapel unterwegs war. Mit Girlande? Jetzt warst du noch am Arbeiten, echt? Ja, ich glaube, das zweite Mal. Ich glaube, wenn der Stapel oben hat, dann holt das Handy raus und schauen wir das Bild an. Ja, du hast mir dazu geraten, dass ich mir so einen Baum hole. Also hast du gesagt, du musst dir schon ein schickes Baum. Ja, ich habe auch seinen, aber der ist aus künstlich. Oh. Ich meine auch, aber wenn die teuer sind, die können richtig gut aussehen. Oh, der war gut, Boogie. Ja, aber die Art, die hat played mich. Ja, ich denke auch. Ja, ich hatte zu viel. Die wird mich so hart outplayen. Arti, Spieler hat zu viel Skill heutzutage. Da kommt sie. Oh, was für ein Lutscher. Ich kann ja gar nichts. Ja, die kann gar nichts mehr, Leute. Ich hätte sie jetzt gegönnt, Arti. Ja, gut. Solide, na, jetzt, ne? Ja, ich glaube, jetzt ist dann. Ne, also. Wir müssen irgendwie Sendezeit überbrücken. Aber es war eine gute Idee mit dem Weihnachtsbaum. Das war eine scheiß Idee mit seinem blöden Jagd weil das ist klar, dass er am Ende noch rumgammelt und überlebt. Ja, klar. Ist ja immer so mit ihm, ne? Es ist jedes Mal so mit ihm. Das ist ein alter Gammler. Das ist immer der Gammler an der roten Linie. Ja, der Gammler, du. Jell ist immer hinten, ja. Es sei denn, er hat einen schlechten Tag. Er spielt aggressiver und richtig gute Runde. Jell kann auch hinten sein, ne? Also der übernimmt dann quasi die Führung von hinten. Also dann habe ich heute einen mega Scheißtag, weil ich bin ja aber vorne gekämpft, ne? Ja, von okay. Es geht, du bist halt erkältet, aber sonst. Ja, das ist ja der Scheißtag. Jetzt, bitte. Ich dachte, hier Wohnung vielleicht weg oder so. Oder neue Wohnung wird doch nicht. Nein. Ja, okay. Ich habe einen Weihnachtsbaum, alles ist gut. Ja, einen Weihnachtsbaum, aber keinen Kamin mehr. Ich kann den nie mal mitnehmen.
Kerl, ich hätte mir das schon vorgestellt, gemütlich mit dem Kamin, mit dir, mit dem Weihnachtsbaum. Und wir schmeißen den Baum in den Kamin. Die Arti kommt doch schon, ich riech's, wie die Arti mich jetzt. Nee, was du da riechst, ist was anderes. Geh mal auf Boogie drauf. Nein, die scheiße Arti. Ich muss das Chips holen, Leute. Oh. Mensch, Arti. Ach, ist das eine scheiße Arti. Ja, unentschieden, weil die geht's. Nehmen wir den Boogie raus. Ich mach nur Spaß, ich will das natürlich nicht, dass du rausgenommen wirst. Das würde ich ja nie so. So, haufenweise gesättigte Fettsäuren, nicht gut. Ja. Auch mit dem Cholesterinspiegel, lassen wir das. Wir machen noch eine Runde, nehmen wir noch auf, okay? Eine Runde sollten wir noch auf. Mal was anderes, okay? Was Neues, das Jagd ist eh. Der hat auf dem Account nicht ganz so viele. Ich krieg Migräne. Ja, du kriegst schon mal uns. Jetzt ess nicht so viel. Das ist immer dicker. Haben wir gewonnen? Ich glaube, voll gemacht, Boogie. Das ist echt unglaublich, Boogie. Wenn du dich einmal bemühen würdest, weißt du. Okay, ich denke. Ich baue jetzt den Ansatz aus, bemerke und baue einen Turbo ein. Das hätte ich dann nie angegeben. Nee, wir müssen alle denselben Panzer spielen. Was hast du noch so da, Boogie? Wir könnten den Leuten den Panzer 8 demonstrieren. Ja, habe ich nicht. Nee, das geht nicht. Tiger, nee, Tiger 1 können wir Leopard machen. Leopard hätten wir alle, oder? Der Leopard, okay. Das ist es. Der 9er oder der 10er? Warum frage ich eigentlich? Warum müssen wir immer 10er spielen? Wir sind Profis, Mann. Boah, ich hab Leung heute. Oh mein Gott. Oh, das erzählt euch hier. Angeblich während einer Aufnahme. Wo bleibt eigentlich meine Kaffeemaschine? Oder, ne? Ihr könnt mal ein bisschen den Kanal supporten. Deine Kaffeemaschine? Ach so, wolltest du ja noch haben. Ja, dann schick mir eine. Ich krieg noch nicht. Kann dir mal eine gebrauchte schicken. Ach, lass gut sein, lass gut sein. Ich krieg nicht meine Kisten oder so oder nix, meine Zuschauer. Zieh du erstmal um, damit ich überhaupt weiß, wo ich die hinschicken kann, ja. So eine Scheiße, wird immer gequatscht. So. Jetzt habt ihr. Kann man bei euch auch Backsteine bestellen? 3 Leoparden im Gegnerteam, wir sind im Arsch. Achso. Ach mal. Wir sind ja auch 3. Oh nee, 2 Mäuse. Die werden wir so abschmatzen. Jeder eine. Wo fahren wir hin? Also, Bus macht im Leitbusch Lichts. Er macht hier Lichts. Ich stelle mich hier so hoch. Wenn er so anfängt, fahre ich immer gerne rückwärts und guck, was er macht. Wir haben 3 Lights und da muss ich als Medium in den Lightbusch fahren. Natürlich! Ne, ich hab schon einen Plan für das Game. Okay. Du kannst doch nicht mal da vorne in den TD-Busch reinfahren. Nee. Bei 3 Lights. Du musst davon ausgehen, dass er sofort offen ist. Und raus. Hier ist. Nimm ihn raus! Nee, lass ihn drin! Nein! Weg damit, mit der Zecke! Nein, ich bin auf! Hä? Ja, das sind Leoparden, guck mal! In freier Wildbahn! Ich hab den getroffen, da muss irgendwas davor gestanden haben. Deine Mutter? Also. Okay, Jungs. Was machen wir? Okay, wir campen. Jo. Ich denke schon immer, ich spiele defensiv, dann sehe ich, wo Kjell steht und weiß genau, ich bin mutig. Ich habe immerhin schon 417 Damage. Ja, habe ich auch bestimmt. Ich habe einen Killbell. Was hast du, Boogie? Ein Killbell. Ey, du bist doch ein Killer. Wir sind 3 Leoparden, wir haben Verantwortung. Ne? Haben wir überhaupt nicht. Ja, wir liefern diese scheiß Dinger immer noch in die Ukraine. So 50 Jahre alte Dinge. Bitte keine Politik. Okay. Bitte nicht auf meinem Kanal, wir sind so sinnfrei. Ja, keine Politik. Politik, aber auch, das passt. Oh nein, ich hab so rein Holz dafür. Ach, come on. Warum mache ich ausgerechnet einen Blindschuss? Wenn da, Oh.
Jetzt krieg ich die Maus nicht rein, Baby. Ich will die Maus. Gesundheit. Ja, die Maus ist der Hauptgegner, ne? Danke. Wenn man die Maus nicht bald killt, ist es verloren. Das muss jedem klar sein. Kommt die Granatengeschwindigkeit so langsam vor mit dem Dreck gehört? Ja, eigentlich ist es mit die schnellste überhaupt, aber ja. Kommt aus. Hier, Kjell, mach mal was. Ja, bin ja schon dabei. Kjell, der muss was machen. Immer mehr, mehr, mehr. Und schneller. So richtig, so Monteur-mäßig? Ja, jetzt auch nicht. Doch schon. Mach was ab. Irgendwas! Kann ja nicht mehr so lange bleiben, die macht da unten. Die spielen es gut, die Gegner, muss man mal neidlos anerkennen, ne? Stehen boah, schön tief. Okay. Zu sagen, die einfach richtig reinscheißen oder die Gegner gut sind. Ja, der Mentico steht gut, wir kriegen das hin. Der macht da was auf und dann holzen wir alle mal rein, schießen nicht daneben. Hm. Die haben halt noch eine EBR, denn EBR denn nicht auf. Ja, ist AFK. Ja, was? Mantico haut ab. Der haut ab? Der nein! Der will aufs Feld oder was? Da kommt nee, der will dahin, der will unten lang, oder? Okay, er zieht sich zu. Nee. Das ist gar kein Problem, Leute. Das ist der Gummiboy. Oh, ich hab den Gummiboy richtig eingeholzt. Granaten. Es ist gut am Leo, die Granatengeschwindigkeit. Dann triffst du auch diese Zecken manchmal. Der hat mich auch gerade aufgemacht, denke ich. Was meint? Hast du den EBR getroffen? Ja. Ich hab ihn rausgenommen, Baby. Haben wir alle drei getroffen, perfekt. Dieu. Jetzt hab ich einen Alpha, weil. 94 kann man echt viel Feuer bauen, Hyrule. 3-4, wir holen wieder auf. Und hat's gelegen am Leopard. Oh Scheiße, der kommt ja gut von hinten jetzt. Okay. Das fällt jetzt nicht, oder was? Nein! Sollen wir hochfahren, Bruce? So ein bisschen durch. Womit willst du da arbeiten? Die E4 haut auch ab, jetzt haben wir es vergessen. Komm, lass uns ja abhauen. Warte, ich kann da echt hochholzen gerade, wenn ihr sie ein bisschen hinhaltet. Ja, fahr ein paar Bäume um. Ne, okay, geht nicht mehr. Scheiße, wir sind weg. Fahr ein paar Bäume auf Rubik, okay. Gibt's jetzt noch geschissen. Macht der Typ sogar auch hier. Die denken ja mittlerweile alle mit. Was ist hier los? Hallo, Baby. Recht. Das ist ein Jagd-D auf der offenen Fläche. Maus? Nein! Hier kommt die Maus. Nein, hat mich aufgemacht! Ich bin so tot. Ich glaube, ich bin auch offen. Ich bin offen, Alter. Shit! Nee, Hamix! Ich bin offen! Lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, das ist Arzt. Faunarzt. Ja, das ist ich muss mich jetzt so zusammenreißen, die Kerl keine Scheiße zu labern. Ja, alles gut, ich bin stolz auf dich, Spawner. Wow. Okay. Alter, wie fett das Spawner in meiner Hand. Ja, manchens Kinder. Maus. Ich muss richtig raus. Was? Guck mir den Spawner aus der Hand. Boogie ist tot. Naja, schon länger. Warum? Ich bin aufgegangen im Busch, wie ich auf dem Jagd-E gewechselt hab. Boah, eine Pinzette. Alter, der hat sicher 2 cm. Was? Was geht denn hier ab? Na komm, einer muss die spotten und das bin ich. Ich habe nur noch 5 Gold. Da bin ich erstens pleite und zweitens kommt nur uns mit durch. Aber man braucht kein Gold. Es ist free to play, liebe Leute. Oh, sorry, baby.
Alter, wer bumst denn hier? Also ups! Hier. Die Arti gerammt! Ich hab's nur gehört. Oh, die Chips sind echt scheiße, kommst du mehr Geld, wisst ihr? Macht echt einen Unterschied. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. You are so unfair. Daumen hoch dafür, okay? Mindestens. Okay, ich hab noch Mühe gegeben, okay? Okay. Schrägt richtig, ne? Man zuckt so zusammen, ne? Ja, da zuckt alles. Okay, ich hab Ich würde sagen, scheiß Situation gerade. Nee. So weit würde ich nicht gehen. Oh! Ja, wo bist du denn ganz hingefahren? Kjell deckt jetzt die linke Seite ab, das macht der ganze Vorhang. Denkt mit, Teamplayer. Jetzt sehe ich auch, warum Boogie gestorben ist, wo er gestanden hat. Natürlich selten dämlich, wenn das Feld verloren ist, sich da hinzustellen. Warum? Nach links hin war ich abgesichert, da habe ich einen fetten Busch gehabt. Ja, aber war auch fett genug. Bist noch einmal vor der Mantico nach links. Mich hat der Leo da oben aufgemacht, der Hund. Dann hat der Jagd sich gedreht, während das nicht gekettet war. Da wusste ich schon, das war um mich geschehen. No. Okay, okay. Bitte nicht aufgehen, bitte nicht aufgehen. Auf den Tod am Marsch. Au, au! Nein, ich will nicht sterben, Boogie. Ich werde aber sterben, Mann. Oh, Alter, das ist groß reingeschissen. Das liegt alles in Kiel. Das ist einmal offen mit dem Leo auf der Karte. Ja, ist egal wie viele AP du hast. Und vor allem, jeder Harald weiß halt, dass du keine Panzerung hast. Das heißt, sie schießen wirklich alle auf dich, selbst der Klaus Dieter. Ja. Bin auch von 0 auf 100 rausgegangen. Alles nur nicht Klaus Dieter, bitte. Naja, gut. Ich weiß nicht, Kerl hätte mehr machen müssen. Ich kann ja noch was machen. Oder was meint ihr, liebe Zuschauer? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wer hat reingeschissen? Und aktiviert die Glocke. Geile Glocke. Eine geile Glocke, ne? Mhm. Jingle Bells? Mhm. Mhm. Jingle all around. Aha. Jetzt ist aber gut hier, Mann. Nee. Er prallt ab. Er prallt einfach ab. Der guckt weg und ich prall ab, hey. Du musst halt drauf schießen, wenn er zu dir kommt. Aber da sieht man die Stärke von diesem Leopard, wenn Kjell ihn spielt, der spielt ihn richtig. Wir müssen die Aufnahme gleich beenden, ich werde brauchen, daran Scheiße zu labern. Das hat wehgetan, mein Freund. Das muss wehtun. Das muss wehtun, ja. Kjell, der fährt da gleich rum und dann bist du da! Jetzt! Kjell ist zur Stelle. Oh Gott, Kjell. Liebe Zuschauer, so sieht man, wie man es nicht machen kann. Halt die Schnauze! Ich hoffe, er hat wenigstens Gold geschossen, der Idiot. Das muss sich lohnen, okay. So, die Arti aimt gerade bei Kjell ein. Wir warten noch ein paar Sekunden. Der andere Leo ist ein guter Spieler, glaube ich. Glaub nicht. Das ist ein ganz normaler deutscher Harald, Jörg Dieter Leo, siehst du? Mach mal Sorgen, weil die haben noch einen Jagd-E und eine Maus, ne? Allein die zwei Panzer hätten Potenzial, das zu cappen. Allein die beiden Panzer mit ihrer Mobilität alleine, mit ihrer unfassbaren Panzerung. Ja. Und die Tarnung auf der Karte. Ja, siehst du, die gehen ja eigentlich gar nicht auf, die sind quasi wie Stealth unterwegs, ne? Oh, das
sind zwei extrem lange Runden. Also ich auch wieder drin, schön 3 Minuten. Ja, nervt tierisch, ey. Kehl, nimm die Maus raus, Kiel, vor dir Maus. Vor dir Goldladen, vor dir ist gerade vor dir. Oh Gott. Ich bin aber die ganze Zeit offen. Ich bin gerade aufgekommen. So echt? Ja. Oh, Kiel. Mon Dieu. Ja. Jetzt ist Kiel im Stress, man spürt es. Wir können unsere Artillery-Report mit sicher surfen. Echt jetzt? Jetzt schon? Ja. Was? Wen kann man reporten? Die Arti Objekt noch... 261. Wo hat die sich denn da so? Vor rechts von Kiel. Krass. Tatsache, ja. Viel zu früh, die hat noch voll viel machen können. Wäre noch mehr möglich gewesen, ja, aber jetzt ist das war's jetzt. Hier gibt's denn noch einen, der kommt hier. Oder rechts von dir kannst du auch reinholzen. Schön seitlich eine E3 rein. Nicht abprallen! Ah. Oh, du bist am Arsch. Jetzt kommt die Hinrichtung. Hat sich tapfer gewehrt. Wir haben uns gewehrt, Jungs. Es waren einfach bessere Leopard-Spieler als wir, ne? Nee. Beide Elite, ne? Schaut's euch an. Ja, Elite heißt aber einfach nur, dass ein deutscher Harald drin ist, der nichts anderes tut als Leopard. Ja, Mann, die haben halt aufgespielt, ja. Es ist mehr so ein Zeichen für Quantität, aber die waren nicht schlecht, trotzdem. Die wussten genau, wie sie sich positionieren müssen. Ja, an der roten Linie. Nicht wie wir. Wir könnten natürlich auch den stärksten. Ne, Boogie hatte gar nicht seinen Account gerade. Also, Boogie, was hast du da? Egal. Aber wir haben so viele lange Passagen. Ich werde es jetzt leider schon hochladen müssen nach 2 Spielen, weil sonst geht es jetzt uferlose, Leute. Das können wir nicht machen. Ja, ich würde es zum Beispiel gar nicht hochladen, weil es ist jetzt nicht besonders berauschend gewesen, ja, der ganze Scheiß. Nee, wird ungefähr. Es geht ja auch darum, dass wir wieder was hochgeladen haben. So allgemein. Ja, damit die 10 Standardzuschauer sich das wieder angucken. Ich denke schon, ja. Und ja, denk, die, wo jetzt noch, nein, die jetzt noch wach sind, die können mich gerne unterstützen und ein Abo da lassen. Also Grüße gehen raus an Tim und Erik. Genau. Also dann, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ne? Oh. Wollt ihr noch was sagen zum Schluss? Ja. Keiner macht den Drogen. Alles klar. Alles also dann, Daumen hoch. Braucht kein Bier-T-Plus.